Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer super süßen Musteranleitung. Ich zeige euch ein ganz einfaches Muster aus Stäbchen und Luftmaschenketten. Ein bisschen in der Granny und Corner-to-Corner Richtung, aber mit einem kleinen Twist dran. Wir haben hier sehr große Löcher drin, also wirklich ein schönes Lochmuster. Sehr schnell auch gemacht. Ich habe 4 Päckchen pro Reihe gehäkelt auf einer Basis von 20 Luftmaschen, also eine schöne Breite dabei und eben sehr schnell, sehr einfach von der Hand. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wie es genau geht, zeige ich euch natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. So, ihr Lieben, ich zeige euch diese super niedliche Musteranleitung. Wieder mal mit dem Rivet Nyan hier von Action. 60% Acryl, 40% Polyester, 150 Gramm auf 240 Meter Lauflänge. Super niedlicher Farbverlauf, eigentlich ein Regenbogen, allerdings ohne Gelb. Wir haben hier direkt den Übergang zwischen Orange und Grün drin und sonst das Ganze mit Weiß abgesetzt. Also es ist so ein Faden, der immer so getwistet ist. Der weiße Faden um den farbigen herum. Wir haben die eigentlich für 4,5er Nadeln. Ich häkel es gerne ein bisschen gröber und nehme mal wieder meine 6er Nadel dafür. So, ganz klassisch habe ich die hier. Und ich schlage für das Muster als erstes eine Luftmaschenkette an. Und zwar als Basis nehme ich dafür ein Vielfaches von 4. Das werden 20 Luftmaschen bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, sieht erstmal relativ breit aus, aber ich lasse natürlich direkt wieder welche aus. Und zwar direkt 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 lasse ich aus und gehe in die 6. Masche hinein und starte dort mit dem Häkeln. Ich häkle ein Stäbchen. 1, 2, Stäbchen fertig. Dann nehme ich eine Luftmaschenkette von 3. 1, 2, 3 und häkel jetzt um dieses Stäbchen herum, was ich gerade gehäkelt habe. Und zwar nochmal dreimal Stäbchen. 1, 2 und Nummer 3. Damit habe ich dann mein erstes Päckchen schon gehäkelt und ich arbeite ja auf einer Basis von 4. Das heißt, ich hatte jetzt eine Einstichstelle hier, wo ich das eine Stäbchen hineingehäkelt habe. Ich lasse jetzt 3 Maschen aus und häkel das nächste Stäbchen. 1, 2, dann wieder 3 Luftmaschen für die Höhe und wieder 3 Stäbchen um das eine Stäbchen herum häkeln. So. Ihr seht, die schweben so grundsätzlich so ein bisschen hier in der Luft und darunter bildet sich direkt so, ein großes Loch. 1, 2, 3 und dann wieder Stäbchen, Luftmaschenkette und die 3 Stäbchen. Eins, zwei, drei auslassen. Dann hier wieder das Stäbchen häkeln. Vorher natürlich den Umschlag nicht vergessen. Und wieder 1, 2 Stäbchen und 1, 2, 3 Luftmaschenkette. Und hier um das Stäbchen herum die Stäbchen häkeln. So, dann habe ich das hier 4-mal. Und ganz außen, ich habe jetzt noch 2 Luftmaschen übrig. Eine lasse ich als Abstand. Und hier kommt noch zum Abschluss ein Stäbchen hinein. So, wie gesagt, 4-mal habe ich das jetzt gehäkelt. 4 Päckchen habe ich. Und ich nehme jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen für die Höhe, drehe das Ganze um und häkel jetzt zurück. Und die Stelle, wo ich einsteche, ist wirklich hier um diese kleinen Luftmaschenketten, die ich gehäkelt habe für die Höhe der Stäbchen. Also ich nehme jetzt wieder einen Umschlag, steche hier einfach drum herum, häkel dort das Stäbchen und nehme wieder 3 Luftmaschen und häkel um dieses Stäbchen herum 3 weitere Stäbchen. Erledigt. Seht ihr so? Das zieht sich hier direkt schon rüber.
Dann wieder den Umschlag nehmen, hier das Stäbchen häkeln, dann 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und um dieses Stäbchen, was ich gerade gehäkelt habe, wieder die 3 Stäbchen herum häkeln. Zwei und drei. Ihr seht, die gehen einfach so in die andere Richtung rüber. Hier unten bilden sich direkt wieder große Löcher. Und dann häkle ich das hier nochmal. Stäbchen, Luftmasche, Luftmasche, Luftmasche und um das Stäbchen wird herumgehäkelt. Eins, zwei und Nummer 3. Ein bisschen Wolle nachnehmen. Und dann häkle ich hier um diese Luftmaschenkette hier unten noch ein Stäbchen herum. Dafür steche ich wirklich hier einfach drumherum und häkle hier noch das Stäbchen. Da seht ihr diese Reihe einmal. Auch wieder 4 Päckchen gehäkelt. Es geht jetzt wieder los mit 1, 2, 3 Luftmaschen. Und ich häkle wieder hier erstmal das Stäbchen um die kleine Luftmaschenkette. Und dann 3 Luftmaschen und häkel wieder die Päckchen. Dann geht es hier wieder in der nächsten Einstichstelle los. Hier habe ich wieder die kleine Luftmaschenkette der Vorreihe liegen. Dort wieder direkt ein Stäbchen drumherum häkeln. Die 3 Luftmaschen nehmen. Und nach der kleinen Luftmaschenkette wird dann wieder um das Stäbchen herum gehäkelt. 2 und 3 Stäbchen. Dann geht es hier wieder rüber. Natürlich den Umschlag vorher nehmen, um das Stäbchen zu häkeln. 1, 2, 3. Und dann hier wieder um das Stäbchen häkeln. 1, 2 und Nummer 3. Und dann bin ich hier schon wieder angekommen. So, auch hier wieder den Umschlag natürlich nicht vergessen. Ich will immer direkt Kettmaschen machen, aber ich mache direkt Stäbchen. 2, 3. Dann hier wieder drumherum häkeln. 1, 2 und Nummer 3. Dann habe ich hier wieder 4 Stück gehäkelt. Und ich beende das Ganze wieder mit einem Stäbchen hier um die Luftmaschenkette. So sieht das Ganze jetzt nach 3 Reihen aus. Ich werde jetzt nochmal 2, 3 weitere häkeln und euch dann nochmal ein Update zeigen. Und hier bin ich jetzt wieder mit dem Update. Wir haben jetzt wirklich sehr schön die Farbentwicklung. Ich habe ja mit diesem Pink, mit dem dunklen Pink hier unten angefangen, dann rüber zum Violett, Blau, dann ein hellerer Blauton und dann haben wir hier tatsächlich wirklich sehr, sehr schön das Grün. Und man sieht es auch immer sehr schön, wie es reihenweise so versetzt ist. Hier gehen die Stäbchen so nach rechts oben hoch, hier gehen sie nach links oben hoch und eben wirklich die großen Öffnungen darin, wirklich ein sehr schönes Lochmuster. Grundsätzlich einfach zu häkeln mit den Luftmaschenketten und den Stäbchen. Man muss ein bisschen aufpassen, das zeige ich hier noch einmal, dass man diese Randmaschen richtig setzt. Ich nehme hier das Stäbchen einmal wieder raus und man sticht ja in die Luftmaschenkette ein. Ich habe hier tatsächlich ja auch eine Luftmaschenkette liegen. Also man nimmt nicht die erste, man nimmt tatsächlich hier die zweite, die sie nicht nehmen, sonst zieht sich das so enger zusammen, sondern man sticht wirklich hier um diese untere herum und häkelt dort das Stäbchen und bekommt dann hier auch noch mal eine größere Öffnung hinein. Also das noch ein kleiner Hinweis dazu und ja,
Dann hoffe ich natürlich, dass es euch wieder gefallen und Spaß gemacht hat. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.